Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heutiges Thema: der Hühnergarten im April. In der Folge der Hühnergarten im März habt ihr ja schon gesehen, dass ich angefangen habe, ein neues Gehege zu bauen. Und jetzt wollt ihr natürlich als erstes wissen, was aus dem Gehege geworden ist. Wie man im Hintergrund gut sieht, das Hauptgehege ist fertig. Anstatt ein großes Gehege zu bauen, das die ganze Hecke entlang geht, habe ich mich mittlerweile aber dazu entschlossen, zwei kleinere Gehege zu bauen. Und warum, das erzähle ich euch jetzt gleich. Platz für ein richtig großes Gehege wäre eigentlich mehr als genug gewesen, denn der Garten zieht sich ja ziemlich in die Länge. Jetzt sind es aber zwei Gehege geworden und sowas kann immer praktisch sein, wenn man Hühner hat. Aus den verschiedensten Gründen kann es notwendig sein, dass man Tiere separiert. Bei mir ist es vielleicht der schönste Grund überhaupt. Das ist jetzt das zweite Gehege und das soll für eine Glucke samt Küken dienen. Das Tolle an dem Gehege ist, dass es nicht nur sehr sicher ist gegenüber Raubtieren, sondern dass es auch im Sommer dann komplett, also mit den Gehölzen, zum Beispiel hier ein Sommerflieder, hinten die Hainbuchenhecke, darüber ein Kirschbaum, beschattet ist. Es ist also für die Tiere sehr kühl. Man kann hier auch ganze Elemente einfach rausnehmen, was wieder für die Reinigung sehr praktisch ist. Traudi und Sieglinde sind jetzt beide ein Jahr alt und es kann gut sein, dass in den nächsten Wochen eine der beiden gluckig wird. Das wäre der Plan. Bis dahin darf das Gehege aber noch schön verwachsen. Es lässt sich jetzt von allen Seiten öffnen, auch von oben. Das Gitter ist extra engmaschig und stabil, damit auch Katzenpfoten nicht durchpassen, wenn darin kleine Küken herumwuseln. Und hier nochmal die Ansicht von innen. Eine Hühnerleiter führt hinaus ins Freie, an einer überdachten Stelle gibt es Sitzgelegenheiten für Henne und Küken. Ja, jetzt wollt ihr natürlich aber auch das Hauptgehege genauer sehen. Das Hauptgehege habe ich so ein bisschen eingerichtet, wie man es in Zoos für Wildhühner macht, mit ganz vielen knorrigen Ästen und viel Strukturierung, sodass die Tiere ein bisschen klettern können, Aussicht genießen, überall durchschlüpfen und sich einfach wohlfühlen. Ein altes Hühnerställchen, ein sechseckiges, das man so im Internet bestellen kann als Fertigstall, dient als Futterhaus. Das Futter bleibt darin schön trocken, außerdem können die Hennen hier tagsüber ihre Eier ablegen. In der Nacht kommen sie dann aber in den richtigen Hühnerstall. Bagheera erkundet natürlich alles. Ja, dann was ist eigentlich aus den Töpfen geworden von der Märzfolge? In der Hühnergarten im März habe ich Schalen und Töpfe mit Bellis, Vergissmeinnicht, Hornfeilchen und ein paar anderen Pflanzen angesetzt und die haben sich prächtig entwickelt. Vor allem die Hornfeilchen sind eine wahre Augenweide in allen erdenklichen Farben. Die Bellis haben mal ein bisschen unter einem Spätfrost gelitten, aber auch davon haben sie sich super wieder erholt. Vielleicht erinnert ihr euch auch, in der Hühnergarten im März habe ich euch die Erika Carnea vorgestellt, die Schneeheide. Und die blüht bei mir jetzt auch in den Beeten, wo ich sie schon vor ein paar Jahren angepflanzt hatte. Und wie ihr sehen könnt, das werden wirklich üppige Teppiche von diesem kleinen, unkomplizierten Zwergstrauch. Im April gibt es in den Gärtnereien und Gartencentern wieder ein deutlich größeres Pflanzenangebot als im März. Und ich gebe euch darum wieder ein paar Tipps, was ihr so kaufen könnt. Eine hübsche Bienenweide für Blumentöpfe ist Lobularia, der Duftsteinrich. Diese Pflanze blüht bis weit in den Herbst hinein. Auch im Herbst blüht Sedum Siboldi, die Amurfetthenne. Pflanzen kann man sie aber schon jetzt im April, weil sie auch im Austrieb sehr schön ist. Fetthennen sind wenig anspruchsvoll, was die Wässerung anbelangt und dürfen natürlich auch schon alleine aufgrund ihres Namens nicht im Hühnergarten fehlen. Keine gefährliche Giftpflanze, obwohl es auch immer wieder behauptet wird, ist die Tulpe. Die Tulpe gehört botanisch betrachtet zu den Liliengewächsen und als die ersten Tulpen seinerzeit nach Europa kamen, dachten viele Leute sogar, es wären Speisezwiebeln. Die Wildformen blühen bei mir im April, spätere Sorten aber erst im Mai. Hier stellt euch Bagheera Omphalodes werna vor, das Gedenkemein, eine nahe Verwandte des Vergissmeinnichts. Im Gegensatz zum Vergissmeinnicht bildet das Gedenkemein dichte Teppiche, die über viele Jahre hinweg wachsen. Es ist auch nahe verwandt mit dem Lungenkraut. Die Raublattgewächse, das ist die Familie, zu denen beide gehören, sind immer nur ganz, ganz leicht giftig, also kein Problem.
Ganz ähnlich ist es auch bei den Primeln. Auch Primeln beinhalten zwar Giftstoffe, sind aber trotzdem keine Gefahr für Hühner. Bei mir fressen sogar die Amseln an den Primelblüten und ich hatte noch nie eine tote Amsel im Garten. Meine Oma hat mir vor ein paar Jahren erzählt, dass meine Urgroßmutter immer ihren gesamten Gemüsegarten mit einer Einfassung aus Primelsorten umrandet hatte und das ist irgendwie so in meinem Kopf hängen geblieben, dass ich das jetzt auch versuche. Das Problem dabei ist nur, die modernen Primelsorten sind komplett überzüchtet, also musste ich erstmal die alten historischen Primelsorten wieder ausfindig machen. Das war gar nicht so leicht, aber ich habe mittlerweile eine recht gute Sammlung. Viele alte Sorten sind zum Beispiel gestielt, wie die Waldschlüsselblume, und da mischen sich oft verschiedene Wildarten von der Teppichprimel bis hin zur Kissenprimel, und so entstehen immer wieder neue Mischungen. Also Primeln kann ich echt nur empfehlen. Dann fragt ihr mich ja oft, ob Bambus im Hühnergarten geht. Bambus geht recht gut, ist auch nicht außerordentlich giftig, obwohl es auch giftige Bambussorten gibt. Man muss nur unterscheiden, dass man den richtigen Bambus erwischt. Es gibt nämlich solchen, der Ausläufer macht, Phyllostachus, und solchen, der keine Ausläufer macht, Fagesia. Der Fagesia hat meistens deutlich kleinere Blätter. Hier konnte ich mal Yokohama-Hühner in einem Bambusdickicht filmen, einfach nur um zu zeigen, dass Hühner Bambus wirklich sehr gerne mögen. Auch in den natürlichen Lebensräumen der Wildhühner in Ostasien wachsen häufig ganze Bambuswälder. Ja, meine Hühner sind dabei wieder auf Beutezug im Garten und euch ist vielleicht schon aufgefallen, bei mir singen momentan extrem viele verschiedene Vogelarten. Das ist, weil ich auch ein kleines Wäldchen in der Nähe habe. Das Rotkehlchen ist sicherlich eines der auffälligsten Sänger. Weiter geht's bei mir jetzt mit dem Thema Gehölze für den Hühnergarten bzw. das Hühnergehege. Der Klassiker unter den Hühnergehegesträuchern ist sicherlich der Holunder. Er kommt nämlich sehr gut mit dem Übermaß an Stickstoff im Boden zurecht, das durch den Hühnerkot verursacht wird. Der Holunder ist allerdings auch leicht giftig in allen seinen Pflanzenteilen und er ist ein guter Beweis dafür, dass Pflanzen, die leicht giftig sind, nicht immer ein Problem sein müssen. Was da bei mir gerade so frisch austreibt, ist die panachierte Sorte des Holunders, die ist ein bisschen weniger wüchsig und daher für kleine Gärten besser geeignet. Dasselbe gilt auch für Spirea Magic Carpet, das ist eine buntlarvige Sorte der Zwergspire, die bleibt relativ niedrig, wird überhaupt nur einen halben Meter hoch und der Austrieb ist einfach Feuer pur, alle Orange- und Rottöne. Wenn Gehölze anfangs noch nicht so groß sind, tun sie sich vielleicht etwas schwerer, im Hühnergehege einzuwachsen. Darum empfiehlt es sich, sie zunächst in Töpfe zu pflanzen, bis sie etwas kräftiger geworden sind. Hier habe ich zum Beispiel eine rosmarinblättrige Weide, die kommt auch sehr gut mit den Bedingungen im Hühnergehege klar, und noch einen zweiten Holunder, dieses Mal allerdings einen gelblaubigen. Beide dürfen jetzt noch ein bisschen wachsen und wenn sie dann größer und kräftiger sind, geht's ab in eines der beiden Hühnergehege jeweils. Die Rosmarinweide muss ich euch jetzt nochmal aus der Nähe zeigen. Ich finde nämlich die rote Rinde bei der sehr schön, gerade jetzt während des Blattaustriebes. Momentan steht eines meiner absoluten Lieblingsgehölze in voller Blüte, nämlich Brunus incisa, eine japanische Zwergzierkirsche. Die Besonderheit von Brunus incisa ist, dass die Äste so zickzack wachsen. Das sieht total cool aus und ich zeige euch das jetzt mal aus der Nähe. Brunus incisa gehört zu den kleinsten Zierkirschen überhaupt und wie die meisten Zierkirschen ist sie absolut ungiftig. Für die Hummeln ist sie eine gute Nektarquelle und so wird man auch zahlreiche Hummeln in so einem Gehölz entdecken können, schon in den frühen Morgenstunden. Im Laufe der Blütezeit verfärben sich die Blüten immer mehr ins Rötliche. Das könnt ihr jetzt, 2 Tage später, gut sehen. Auch hiermit haben wir also wieder ein Gehölz, das sich für den Hühnergarten eignet und zugleich auch sehr attraktiv ist. Hey, tust du Hallo sagen mit? Ja, wenn man die krallen, muss man schon schärfen, gell? Genau, du stellst uns jetzt die Helleborus vor, die Lenzrose, dass die giftig ist, gell? Das willst du uns sagen. Ja, dann fangen wir jetzt mit den Giftpflanzen an.
Also ihr kennt ja meine Einstellung zu den Giftpflanzen. Ich verbanne sie nicht aus dem Garten, sondern mir ist es einfach nur wichtig, dass ich weiß, dass sie giftig sind und ich beobachte dann einfach meine Tiere, ob sie rangehen oder nicht. Bei den Hühnern ist es zum Beispiel jetzt im Falle der Lenzrosen gar kein Problem, die euch Bagheera schon vorgestellt hat. Die Lenzrosen habe ich überall in verschiedenen Sorten in mehreren Beeten und ich achte nur eben darauf, dass die Hühner die kleinen Keimlinge der Lenzrosen nicht fressen. Eine nahe Verwandte der Lenzrose ist die Schneerose oder Christrose, Helleborus niger. Die habe ich euch schon in der Hühnergarten im März gezeigt, weil die immer deutlich früher blüht als die Lenzrosen. Auch jetzt blühen die Schneerosen noch, verfärben sich aber schon rötlich. Was da neben der Schneerose blüht, war ein Lärchensporn. Auch der Lärchensporn gehört zu den Giftpflanzen. Lärchensporne wachsen aus einer Knolle und giftig ist vor allem eben auch die Knolle, weil sie das Überdauerungsorgan und somit die Überlebensversicherung für die Pflanze ist. Die oberirdischen Teile sind angeblich nur schwach giftig. Meine Hühner rühren die Lärchensporne nicht an. Ich habe verschiedenste Sorten überall im Garten, weil ich Lärchensporne sehr gerne mag und sammle. Zu einem Zwischenfall kam es dabei jedoch nie. Der hohle und der gefingerte Lärchensporn sind heimische Pflanzenarten und somit auch für den Naturgarten interessant. Der April ist natürlich auch die Narzissenzeit und die Narzisse, das weiß fast jedes Kind, ist absolut giftig. Auch ihre ganze Familie, die der Amaryllis-Gewächse, ist dafür bekannt, fast nur Giftpflanzen zu beinhalten. Auch Narzissen habe ich aber überall im Garten in den verschiedensten Sorten und es ist hier wieder genau das Gleiche. Die Hühner scheinen zu wissen, die Narzisse ist gefährlich und rühren sie einfach nicht an. Gefährlich werden können getrocknete Narzissenblätter in einer Heuwiese, denn im Heu können die Hühner den Unterschied kaum bemerken. Allgemein für ihre Giftigkeit bekannt sind auch die Wolfsmilchgewächse. Bei mir blüht jetzt gerade die Weizenwolfsmilch, sowie die Purpurwolfsmilch, welche gerade mit der Blüte anfängt. Beide beinhalten einen weißen Milchsaft, der auch gleich verrät, dass es sich um Giftpflanzen handelt. In der Märzfolge blühten die giftigen Frühlingsknotenblumen, jetzt ist die hohe Knotenblume an der Reihe, die natürlich ebenfalls giftig ist. Auch Ranunkeln sind giftig, sind ja der Hahnenfuß schlechthin, also auch namensgebend für die Ranunculaceen, die Hahnenfußgewächse. Zu der Familie zählt auch die Küchenschelle, die ebenfalls jetzt im April blüht, auch in allen Teilen giftig. Und die hat sich bei mir zum Beispiel bei den winterharten Kakteen von selber versamt, weil sie gerne trockene Böden mag. Nochmal ein Hahnenfußgewächs, die Anemone. Am bekanntesten ist sicherlich die Kronenanemone, die kommt aus Südeuropa. Aber es gibt auch eine einheimische Art mit dem Buschwindröschen Anemone nemorosa. Auch das Buschwindröschen ist giftig. Ja, und es ist noch nicht vorbei, im April blüht echt viel Giftiges. Sehr, sehr giftig ist da zum Beispiel auch der Goldlack. Da habe ich schon mal davon gehört, dass Katzen von dem gestorben sind, die nur relativ wenig von den Blättern fressen. Also ich mag den Goldlack sehr, er ist wunderschön, aber auch hier achte ich wieder sehr darauf, dass die Hühner ja nicht rangehen. Ja, und vom Giftigen kommen wir jetzt zum Essbaren und Nützlichen, nämlich noch zum Abschluss einmal zum Gemüsegarten. Im März war hier der Boden noch gefroren, jetzt wachsen schon erste Salate und Kohlrabi unter einem schützenden Vlies. Die Hühner sind hier übrigens auch recht brav, gehen wir nicht ran an das Vlies und so kann das Ganze hier ungestört wachsen. Ein bisschen Probleme macht momentan der Bagheera, er ist recht zickig und greift die Hühner immer wieder an. Bagheera? Das darfst du nicht. Du? Hm? Sollst du lieb sein? Die sind ja nur mal zu groß für die. Ja, als ob der auf mich hören würde. Aber zum Glück, meine Hühner haben ja auch keine Angst vor ihm. Was hier jetzt im Gemüsegarten austreibt, dieses rot geäderte, das ist der Blutampfer, eine sehr gesunde Salatpflanze. Die Hühner mögen sie nur, wenn ich sie ihnen unter andere Salate mische. Auch den Grünkohl rühren sie momentan nicht freiwillig an, das liegt aber daran, dass sie den nur fressen, wenn er Frost abbekommen hat. Das hier sind die alten Strünke vom letzten Jahr, die habe ich zurückgeschnitten, damit sie heuer blühen und so kann ich dann nämlich Samen ernten. Auch den Salbei lassen die Hühner in Ruhe, der kann ungestört vor sich hinwachsen. Und auch der Schnittlauch ist wieder so eine hühnerfeste Gemüsepflanze, den sie eigentlich freiwillig gar nicht anrühren.
Das nächste Update für den Hühnergarten gibt's dann natürlich im Mai. Da möchte ich euch dann nicht nur mehr zum Thema Gemüse zeigen, sondern vor allem auch ein paar Unkrautarten vorstellen, die man den Hühnern verfüttern kann und die beim Jäten in den Blumenbeeten regelmäßig anfallen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis bald.